Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich heute ganz besonders, Frau Dr. Britta Hölzel im Gespräch zu haben. Britta ist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin, Mindfulness-Based Stress Reduction und Yogalehrerin. Als Wissenschaftlerin untersucht sie die neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation, worüber wir gleich mehr erfahren werden. Britta, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Wunderbar. Vielleicht auch für die Zuschauer. Britta ist das zweite Mal dabei, war schon bei der Yoga-Online-Konferenz einer unserer Referenten. Und wie gesagt, ich glaube, man darf erwähnen, dass auch in den Umfrageergebnissen sie eine der beliebtesten Referenten war. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie heute auch nochmal im Thema Meditation uns tiefere Einblicke in ihre Arbeit gibt, was sicherlich für viele Leute sehr spannend ist. Und ich würde gerne mit unserer Eingangsfrage anfangen. Wie würdest du denn Meditation allgemein definieren, wenn dich das jemand fragt, der da jetzt nicht so bewandt ist? Meditation wird häufig definiert als eine Technik oder als Techniken zur Geistesschulung. Mhm. Typischerweise geht es in irgendeiner Form darum, die Aufmerksamkeit zu kultivieren, zu trainieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu lenken. Und dann gibt es aber sehr unterschiedliche Praktiken mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen auch, wo es zum Teil darum geht, sich zu versenken oder Entspannung zu erfahren oder aber auch, wo es darum geht, Einsicht zu nehmen in die Mechanismen, die Funktionsweisen des eigenen Geistes. Da zu verstehen, wie funktioniert der Geist, was passiert in meinem Geist, mehr zu lernen, mehr auch im Moment anzukommen und loszulassen von den Mustern, die nicht so zuträglich sind dafür, dass es uns gut geht und darüber auch eine innere Freiheit zu erlangen. Und da wären wir ja schon bei einer Definition von eher so einsichtsorientierten oder Achtsamkeitsmeditationspraktiken. Mhm, wunderbar. Ich habe in der Vorstellung es schon erwähnt, du hast ja so den Hut der Wissenschaftlerin auf. Wie bist du oder wie kommt man als Wissenschaftlerin zu dem Thema Achtsamkeitsmeditation? Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie da so dein Werdegang ist, dass dieses Thema so, ja, ich sag mal, essentiell und wichtig für dich geworden ist? Also bei mir war es andersrum. Ich bin nicht als Wissenschaftlerin zu dem Thema gekommen, sondern ich bin über das Thema zur Wissenschaft gekommen. Ich bin so durch meine eigene Meditationspraxis einfach neugierig geworden, mehr über den menschlichen Geist zu lernen, mehr zu verstehen davon, wie wir als Menschen funktionieren, was in unserer Psychologie los ist. Und habe mich entschieden, dann Psychologie zu studieren und da mehr zu erfahren und bin dann in die Wissenschaft gegangen, einfach weil das auch so eine Arbeitsweise ist, die mir gut liegt, also genauer hinzuschauen, zu erforschen, zu erkunden. Und habe dann entschieden, dass ich ganz gerne eine Doktorarbeit zum Themenbereich Yoga, Meditation machen möchte und bin dann bei der Neurowissenschaft gelandet, um Achtsamkeitsmeditation zu untersuchen. Wunderbar. Brennt natürlich jetzt die Frage auf der Zunge. Achtsamkeit ist ein schönes Wort, aber ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so genau, wie man das definieren kann. Yeah. Kannst du uns da nochmal eine einheitliche Definition geben, damit wir alle wissen, wie Achtsamkeit und Meditation in ja, besonders deiner Forschung definiert wird? Gerne. Ja, so aus dem Forschungskontext heraus definieren wir Achtsamkeit typischerweise als das Gewahrsein. Das entsteht, wenn wir die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt bringen. Also wenn ich mir bewusst werde dessen, was im Hier und Jetzt passiert. Und wenn ich dieser Erfahrung im Hier und Jetzt mit einer bestimmten inneren Haltung begegne, nämlich einer Haltung, die gekennzeichnet ist durch Offenheit, durch Neugierde, Akzeptanz und einfach eine freundliche Umgehensweise mit der Erfahrung, die mir hier gerade begegnet. Nicht verurteilend, sondern das ist was wir sehr typischerweise tun. Wir haben eine Erfahrung und wir tendieren dazu, sehr schnell hinzugehen und die einzuschätzen.
schätzen als wünschenswert oder nicht wünschenswert und dann in so einen inneren Kampf zu gehen, wenn uns was nicht passt oder aber mehr haben zu wollen davon, wenn was als angenehm und schön erlebt wird. Und Achtsamkeitspraxis bedeutet, davon loszulassen, yeah, sich zu öffnen und ganz offen zu schauen, was da eigentlich gerade ist und dann eben diese freundliche innere Haltung zu üben. Mhm. Das ist sehr interessant, dass du das so beschreibst, weil ich habe bis jetzt auch Meditation, ich sag mal, von zwei Seiten kennengelernt. Auf der einen Seite, wie gesagt, die sehr aktiven Meditationen, wo man bewirken will oder mit irgendwelchen Sachen arbeitet. Oder auf der anderen Seite, zum Beispiel buddhistische Meditation, glaube ich, gehen dann mehr in diese Richtungen, dass man einfach versucht, wertfrei sich anzuschauen, was dort gerade passiert. Ja, genau. Also die Achtsamkeitspraxis ist auch eine Praxis, die sehr systematisch in den buddhistischen Theorien, in der buddhistischen Psychologie beschrieben ist. Das Konzept, so wie wir es jetzt heute auch in den modernen Forschungskontexten und klinischen Kontexten anwenden, das ist, stammt so aus den Schriften, aus den buddhistischen Schriften. Und es ist erstmal eine Haltung der Akzeptanz, die wir da üben, also wirklich zu sein erstmal mit den Erfahrungen, wobei man aber schon betonen muss, das heißt nicht, dass ich alles unhinterfragt hinnehme, was mir da passiert. Das ist oft so ein Missverständnis, was aufkommt. Das wäre genau meine Frage. Ja, genau. Das ist eine häufige Frage. So heißt das, dass ich jetzt alles so hinnehme, was mir passiert. Und nein, das heißt es absolut nicht. Sondern das heißt, dass wir erstmal aus unseren Automatismen aber aussteigen. Wir haben ja häufig so Automatismen der Reaktionsweisen auf unsere Erfahrungen. Wenn uns was nicht passt, gehen wir in Widerstand und wir haben so unsere Muster, mit denen wir dann automatisch auch mit stressigen oder schwierigen Situationen auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Und Achtsamkeitspraxis heißt jetzt da erstmal anzuhalten, innezuhalten und erstmal zu spüren und richtig wach und präsent zu sein über das, was eigentlich gerade da ist. Also erstmal auch die Perspektive zu erweitern, mich zu öffnen, um Dinge dann auch aus unterschiedlichen Winkeln sehen zu können. Und dann erhalte ich eine Flexibilität, anders mit Problemen und mit Schwierigkeiten umgehen zu können. Ich stecke nicht so in diesen unmittelbaren Reaktionsmechanismen, sondern ich habe dann Wahlfreiheit. Ich kriege einen viel größeren Handlungsspielraum, aus dem ich mir aussuchen kann, was wäre jetzt das Verhalten, was wirklich am zuträglichsten wäre für diese Situation? Wie kann ich mich und in meiner Erfahrung am besten unterstützen? Also es ist schon eine Intention und Achtsamkeit, dieser Begriff beinhaltet auch, sich zu erinnern an das, was heilsam ist. Also es hat schon diese Haltung dessen, zu gucken, wie kann ich das Ganze jetzt möglichst auf eine gesunde, zuträgliche und innerlich freie Art und Weise angehen auch, anstatt hängen zu bleiben in Mustern. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Also ich kenne es auch selber, dass man häufiger zu schnell reagiert. Ja. Und auch ein großes Thema, wo viele Menschen sich mit beschäftigt haben, auch in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal schon sagen, ist immer die Frage, wie gehe ich zum Beispiel mit negativen Emotionen um? Auch dann die zwei Lager, die einen sagen, keine Aufmerksamkeit geben, weil alles, was du Aufmerksamkeit gibst, wird größer. Ja. Die anderen sagen, wie heißt es so schön, wenn man den negativen Emotionen keine Aufmerksamkeit gibt, dann gehen die in den Keller Gewichte heben, dann kommen die irgendwann stärker zurück. Ja. Oder mit dem Stichwort Schattenseiten gab es da von den letzten Jahren auch eine Bewegung. Also da haben sich diese beiden Lager immer ein bisschen gestritten. Es gab scheinbar nicht so die allgemeine Meinung. Deswegen finde ich das sehr schön, dass gerade bei der Achtsamkeit oder bei deiner Methode es da keine Wertung an sich gibt. Ja, aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, die negativen oder schwierigen Emotionen, die wirken einfach auf uns. Also wenn sie da sind und wenn sie nicht gesehen und nicht anerkannt werden, dann wirken sie ja einfach doch auf uns und sie treiben uns zu Handlungen an, die uns dann auch gar nicht bewusst sind. Treiben uns in irgendein Verhalten rein,
das vielleicht nicht das Zuträglichste ist. Und deswegen ist der Weg der Achtsamkeit immer erstmal der Bewusstwerdung, also zu wissen, wie fühle ich mich und welche Gefühle sind da gerade. Und dann kann ich mich entscheiden. Und dann habe ich immer noch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, okay, ich merke, mir geht es gerade gar nicht gut oder ich habe Ängste oder ich fühle mich nicht gut, aber ich denke, in dem Moment wäre es das Sinnvollste, da jetzt nicht weiter drauf einzugehen, sondern weiterzumachen. Aber ich habe dann gesehen, was mich bewegt und habe vielleicht eine Entscheidung getroffen, einen anderen Weg zu gehen. Oder aber ich kann sagen, ich möchte jetzt hierbleiben, damit sitzen, das wirklich ganz spüren. Ich denke, das ist nicht realistisch und wahrscheinlich auch nicht immer das Allergeschickteste, auf Teufel komm raus, sich jeder Empfindung zuzuwenden. Das wäre auch künstlich. So. Aber es geht darum, schon bewusst zu haben und sich bewusst zu werden dessen, was da ist und was auf mich wirkt, um dann dieses Repertoire an unterschiedlichen Umgangsweisen damit zu haben. Und es kann auch eine achtsame Entscheidung sein, zu sagen, wenn ich jetzt Schmerzen habe, ich merke, ich habe Schmerzen, zu sagen, jetzt nehme ich Medikamente, um damit anders umgehen zu können. Aber es ist schön zu wissen, ich habe Alternativen und ich kann anstatt gleich Medikamente zu schmeißen, auch mal schauen, wie kann ich damit sitzen, wie kann ich reinatmen, wie kann ich Raum dafür machen und eine andere innere Umgangsweise damit wählen. Also wenn wir diese Alternativen und Möglichkeiten haben, dann kommen wir einfach zu einer größeren Freiheit im Umgang. Wunderbar. Du hast gerade schon das Sitzen erwähnt. Wie kann man sich so etwas praktisch vorstellen, wenn man eine Achtsamkeitsmeditation macht oder sich mit dem Thema, ja, ich denke mal auch im Alltag einfach beschäftigt? Wie sieht sowas aus? Ganz typisch sind so diese Atemachtsamkeitsmeditationen, mit denen fängt man häufig erstmal an. Das ist auch so eine fokussierte Aufmerksamkeitsschulung erstmal, wo wir die Aufmerksamkeit auf die Atemempfindungen bringen und beobachten, wie fühlt sich das an. Also wirklich in Kontakt sind mit der Sinnesempfindung im Körper auch, die wir bemerken, wenn wir atmen. Und das wäre so eine ganz typische Einstiegsmeditation. Dann gibt es Praktiken wie den Bodyscan, wo wir die Aufmerksamkeit so Stück für Stück durch den Körper führen und spüren, wie die Empfindungen sich anfühlen, denen wir da begegnen in unserem Körper. Auch wieder mit dieser offenen, neugierigen Haltung ganz im Moment ankommend. Und dann gibt es aber auch Meditationen mit ganz unterschiedlichem Fokus. Also ich kann mich hinsetzen und bewusst und freundlich und akzeptierend mit meinen eigenen Gefühlen sein oder mit Hörempfindungen zum Beispiel, Empfindungen im ganzen Körper oder auch Geruchsempfindungen, Geschmacksempfindungen mit dem, was ich sehe. So, ich kann so durch die ganzen Sinne durchgehen und kann mir auch den Prozess des Denkens zum Beispiel mit Bewusstheit, mit Klarheit anschauen und da ja beobachten, wie der Geist funktioniert, ohne mich in den Inhalten zu verlieren. Ja. Also ohne mich so mittreiben, was wir sonst typischerweise im Alltag viel machen, so in den Gedanken abzuwandern, wegzuwandern. Und Achtsamkeit würde heißen, ich werde mir bewusst und bin in diesem Gewahrsein dieser Inhalte. Also ich bin nicht unmittelbar identifiziert oder klebe nicht in den Inhalten fest, sondern ich bin so in diesem größeren Raum des Bewusstseins, in dem ich sehen kann, dass Erfahrungen aufziehen und auch wieder vergehen und mir derer bewusst werden kann, ohne mich davon wegtragen zu lassen. Und das sind so die verschiedenen formellen Übungen, dass wir uns hinsetzen für eine bestimmte Zeit und mit diesen Erfahrungen bewusst sind. Aber Achtsamkeitspraxis heißt auch, und das ist so das Schöne und auch das Wichtige, soll ins Leben reinkommen. Also es ist nicht so dieses, ich will mich nur hinsetzen, um mich zu versenken, um irgendwo vertieft weg zu sein, so, sondern es soll ins Leben reinkommen. Und deswegen gibt es viele informelle Praktiken, die man auch üben kann, wie man achtsam geht, achtsam Geschirr wäscht oder achtsam sich die Zähne putzt oder duscht. Und das ist wunderbar. Das ist, also es kriegt, man kommt auch mit eine andere Qualität mit den Erfahrungen dadurch. Man merkt sehr schnell auch, dass es gar nicht so trivial ist. Also es ist unser
unser Apparat, unser ganzes System ist so gebaut, dass wir immer wieder in Gedanken auch wegwandern werden und nicht im Kontakt bleiben werden mit dem Hier und Jetzt. Aber dort anzukommen und bewusst zu sein für das, was gerade ist, das ist einfach eine ganz wertvolle Erfahrung. Das heißt dann wirklich, die Achtsamkeit auch ins Leben zu bringen. Wunderbar. Also es erinnert mich gerade auch dran, du hast ja vorhin das Buddhistische erwähnt. Da gibt es ja auch schon diese, ich glaube schon jahrtausendalten Praktiken, dass der Hof geputzt wird, ganz bewusst, ja, oder von der Teezeremonie oder also das triviale Sachen, ja, zeremoniell ganz bewusst durchlebt werden. Ja. Und genau, hat das diesen interessanten Effekt. Und alles einfach, also wirklich einfach alles, so die Trivialen und die nicht so Trivialen, und manchmal ist es einfacher und manchmal ist es, hat man das Gefühl, es ist schwierig, so auch wieder in Kontakt zu kommen, aber das Ziel ist wirklich alles, was wir tun, mit dieser Bewusstheit zu tun und diesem Wissen darüber, dass ich da bin. So der Buddha sagt, gehend weiß ich darüber, dass ich gehe, stehend weiß ich darüber, dass ich stehe. Das ist also so dieses wirklich Wissen um das, was gerade passiert, was ich gerade tue, wo ich gerade bin, anstatt so weggetragen zu sein, in den vielleicht auch manchmal Grübelszenarien oder so, die uns sonst so bewegen und durch unser Leben, so unser Innenleben ziehen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja für viele Menschen heutzutage immer wieder eine Herausforderung, sich, ich sag mal, nicht in Gedanken zu verlieren. Mhm. Oder viele Menschen haben das, ja, die Herausforderung, dass irgendwelche Muster aufkommen und immer wieder über dieselben Sachen nachdenkt, sich verliert, sich vielleicht reinsteigert, auch in eine negative Emotion, sich irgendwann Sorgen macht und wie du auch gesagt hast, gar nicht aus einer Vogelsperspektive betrachten kann, dass es vielleicht eigentlich gerade gar nicht realistisch ist oder sinnvoll, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Aber man irgendwann so sehr da drin steckt oder in dieser Gedankenspirale ist, dass es einen wirklich sehr beeinflussen kann, auch sehr runterziehen kann. Ganz genau. Das ist so, dass Gedankenwandern eine ganz normale Sache ist. Also das ist einfach was passiert. So sind wir gebaut. So ist unser System auch gebaut. Es gibt eine ganz interessante Studie dazu, die ich sehr anschaulich finde und über die ich gerne spreche. Die von Killingsworth und Gilbert. Die haben mit Hilfe von iPhone, so eine iPhone-App, eine große Stichprobe von Leuten befragt zu zufälligen Momenten im Tag. Wo ist die Aufmerksamkeit jetzt gerade? Ist die bei dem, was du gerade tust, oder ist sie abgewandert? Mhm. Wir haben gefunden, dass zu circa 50% der Zeit die Aufmerksamkeit nicht bei dem ist, was wir gerade tun, sondern dass wir in Gedanken weggewandert sind. Hätte ich sogar noch mehr geschätzt. Hätte ich eigentlich auch gedacht. Man muss es erstmal sehen können, gell? Ja. Erstmal sehen können, wo der eigentliche Geist ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zahl noch deutlich höher ist. Aber sie haben dann auch weiter gefragt, wie glücklich bist du jetzt gerade in diesem Moment? Und haben gefunden, dass die Menschen glücklicher sind in dem Moment, wo sie im Kontakt sind mit dem, was sie gerade tun. Und interessanterweise, unabhängig davon, ob die Leute gerade was tun, was sie als angenehm erleben oder was als unangenehm erlebt wird. Also man könnte denken, es ist vielleicht schöner, wegzuwandern in Gedanken, wenn man was tut, was einem nicht so angenehm ist oder so, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Mhm. Also im Schnitt sind wir glücklicher, wenn wir im Kontakt sind mit dem, was wir tun. Und trotzdem, ganz kurz vielleicht noch so, um das zum Abschluss zu bringen, trotzdem ist natürlich, das hat schon auch eine Relevanz. Also es ist nicht so, dass alles Gedankenwandern schlecht ist. Unser System hat sich sicherlich auch so entwickelt, weil das Überlebensvorteile hat und weil es auch wichtige Funktionen sind, denen wir da nachgehen. Wir üben häufig, es ist wie so ein inneres Übungsszenario, um uns auf zukünftige Situationen vorzubereiten. Ja. Also oft gehen wir ja so durch, wie könnte ich handeln, was könnte ich tun, so dass viel dieser Gedankenaktivität ist ja sowas, wo wir überlegen, wie ist das relevant für mich, was sollte ich anders tun oder so. Und schwierig wird es halt einfach, wenn dieses Gedankenwandern, wie du das gerade beschrieben hast,
jetzt in so ein Grübeln geht oder in so ein übermäßiges sich Sorgen machen. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich auch davon wieder zu distanzieren oder bewusst abzuschalten. Mhm. Und das ist was wir sehen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, zum Beispiel bei Depressionen oder so. Da ist diese Fähigkeit eingeschränkt, dann auch wieder einen Switch zu machen, zurück zur Gegenwart, zurück zu dem, was ich tue, sondern da werden dann so Grübelschleifen übermäßig. Und ich habe den Eindruck, es ist einfach auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir von dieser Reizüberflutung oder diesen immer stärker werdenden Anforderungen auf uns einfach auch zerstreut werden und so schneller in diese Schleifen reinkommen können. Absolut. Ich habe mich gerade gefragt, oder auch die Frage an dich, kann es sein, dass dieses, ich sag mal, glückselige Gefühl, wenn man im Hier und Jetzt ist, einfach etwas mit der Gewissheit zu tun hat, dass man einfach auch als Mensch sich in dem Moment bewusst ist, wer man gerade ist, was man macht und sich nicht mit Eventualitäten beschäftigt. Ja. Weil dieses ganze Grübeln, man weiß es ja nicht. Das ist ja immer irgendwie, ist die Zukunft das oder mache ich das richtig, gehe ich den richtigen Weg? Was ja erstmal auch eine Unsicherheit mit sich bringt. Ja. Und wenn ich jetzt nur die Zähne putze, habe ich etwas, worauf ich mich verlassen kann. Ich bin in dem Moment präsent, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich mache und verspüre eine gewisse Sicherheit auch. Ja, das ist eine schöne Beschreibung, genau. Mhm. Und so erleben können, dass so dieses einfach Dasein in unserer menschlichen Erfahrung, dass das schon genug sein kann. Dass wir gar nicht immer nur noch was hinzufügen müssen. Wir haben oft so in unserem Alltagstun das Gefühl, jetzt muss noch dieses erreicht werden und jenes. Und das ist eigentlich, fühlt sich eigentlich nicht so ganz richtig an. Und da müsste ich nochmal so. Und davon loszulassen, von diesen dauernden Impulsen noch was anders machen zu müssen oder irgendwas nochmal anders haben zu wollen. Und anstatt dessen in Kontakt zu kommen, auch mit der Erfahrung, dass das So-Sein gerade schon absolut ausreichend ist und eigentlich gar nicht noch immer was hinzugefügt werden muss. So, das ist eine ganz heilsame Erfahrung und das wäre so die Erfahrung der Achtsamkeitspraxis. Kann man sagen. Oder eine mögliche Erfahrung, muss man sagen. Denn im Grunde geht es darum, mit jeder Erfahrung, wie auch immer sie sein mag, so bewusst zu sein. Kann man sagen, dass in unserer heutigen Zeit da so ein bisschen das rationale Denken übertrieben überhand genommen hat? Dass wir so ein bisschen den Zugang verloren haben zu unserer zu unserer Intuition, zu unserem Inneren und wirklich Man sagt ja auch immer so, jetzt bleib doch mal auf dem Boden, jetzt rational, verlierst du dich in Emotionen, das sind ja so die typischen Argumente in einem Streit. Und den Zugang zu unserem Körper einfach auch, der geht in unserem Kulturkreis, kommt er uns abhanden. So dieses wirklich auch verkörpert hier sein, das ist was wir typischerweise sehr wenig erfahren und genießen und uns, so das ist nicht so der typische Teil unseres Erfahrungsraums, dass auch unsere Erfahrung in einem Körper stattfindet. Und ich denke auch so, dass das rationale Denken ist, das Denken ist eine tolle Sache. Also das ist nicht so, dass wir nicht mehr denken wollen würden. Nur es muss den richtigen Platz bekommen. Und was aber häufig passiert, ist, dass wir überidentifiziert sind damit mit unserem Denken, dass wir uns für unsere Gedanken halten oder dass wir unsere Überzeugung, also wir glauben unsere Gedanken. Und letztlich sind sie aber eigentlich nichts anderes als Gedanken. Und es sind auch nur Erfahrungen, die halt kommen und gehen und sich verändern können. Und das ist, ein Lehrer von mir hat das neulich gesagt und das fand ich so überzeugend. Er hat gesagt, das Denken ist eigentlich eine organische Funktion. So, das ist eine Organfunktion unseres Körpers. Und so könnten wir auch an unser Denken rangehen. Es ist super, es kann uns total gut helfen, die Probleme dieser Welt anzugehen. Aber wenn wir anfangen, damit identifiziert zu sein und nur noch unsere Gedanken zu glauben,
dann geht es auch häufig schief. Also dann ist es einfach zu, dann sind wir zu sticky, so kleben zu sehr dran an diesen Sachen. Und da diesen Raum zu bekommen, auch loslassen zu können und es einfach als das erleben zu können, was es ist, nämlich eine Funktion unseres Körpers, so das Denken, dann kann das sehr gut tun. Wunderbar. Ich habe mich vorhin auch schon nochmal gefragt, wo du beschrieben hast, dass man erstmal wertfrei alles betrachtet, bevor man jetzt irgendeine Entscheidung trifft. Gibt es da, oder kann man, oder anders ausgedrückt, woran erkenne ich, wenn ich jetzt diesen Weg der Achtsamkeit gehe und mir wirklich erstmal alles wertfrei anschaue, ab welchem Moment es sinnvoll ist, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, welche Impulse, welche Zeichen sagen mir dann auf einer anderen Ebene, welcher Weg, sag ich mal, richtig ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut ausgedrückt. Ja, finde ich gar nicht einfach zu beantworten und sicher nicht pauschal zu beantworten, sondern das ist so ein Dauer Erkundungsbereich, wo man dauernd Erkundungen darüber wieder anstellen kann und so schauen kann, eigentlich so die eigenen Funktionsmechanismen besser darüber mehr lernen und einfach mehr Erfahrung machen, wie funktioniert der Geist, wo passieren Wertungen. Und ich finde das auch wichtig im Bewusstsein zu behalten, irgendwie, dass so ein Stück weit eine Wertung mit einer Situation natürlich auch was ganz Normales ist. Also wir können fast nicht eine Situation ohne auch eine Wertung oder ohne eine Gefühlsnuance zumindest schon wahrnehmen. Die kommt einfach immer mit in diesen Wahrnehmungsmoment hinein. Es geht eher darum, diese Wertungen auch bewusst zu haben und nicht so automatisch sich automatisieren zu lassen, sondern da innezuhalten und dieser Prozesse bewusst zu werden und dann zu schauen, was sind das auch für Wertungen? Also sind das, weil ein Stück weit Wertungen sind ja hilfreich. Ich will ja auch wissen, was ist zuträglich, so was ist gut, was ist das Gute auch in der Welt, was ich mehr ausbauen möchte. So. Und diese Wertungen zu unterscheiden und abgrenzen zu können von, also so eine Unterscheidungsfähigkeit ist ja ganz wichtig, abgrenzen zu können, aber von diesen sehr impulsgesteuerten, davon will ich mehr haben, das will ich nicht haben, das mal so, diese inneren Kräfte, die uns oft so beuteln, da Unterscheidungen finden zu können. Und je genauer wir da schauen und je tiefer wir da so unsere eigenen Impulse und die verschiedenen Facetten entdecken, die so in so einem Moment des Erlebens mit reinspielen, desto klarer können wir unterscheiden, was ist jetzt so ein Gesteuertsein von Wünschen, so ein unbewusstes Gesteuertsein und wo ist aber wirklich, wo kommen so diese auch aus einer Ethik entstehenden Unterscheidungsfähigkeiten zwischen zuträglich und nicht zuträglich hinein. Aber ich glaube, das ist keine einfache Frage. Das ist ein sehr komplexes Geschehen und von Moment zu Moment sehr unterschiedlich. Habe ich damit deine Frage? Es war ein bisschen provokativ. Also ich habe auch bei mir schon gemerkt, man kann es nicht so pauschal. Man macht auf Dauer Erfahrungen und sieht, in welchen Situationen, also wenn ich von mir spreche, wo man sich ein bisschen in Gedanken verrennt, welche Impulse der eigene Körper einem gibt, um eine Entscheidung zu treffen. Es gibt manche Sachen, die, also wenn ich von mir spreche, die fühlen sich einfach richtig an. Es gibt manche Sachen, da merke ich einfach, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass mein rationaler Verstand, meine Aufmerksamkeit mir die Möglichkeit gibt, dieses ganze Umfeld hier wahrzunehmen, einzuordnen, aber dann letztlich eine Entscheidung mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es aus einem Gefühl getroffen wird, ich weiß nicht, ob man es Intuition nennt oder aus dem Inneren, aber das ist in dem Moment dann keine Bewertung, sondern meistens
treffe ich eine Entscheidung aus einem Gefühl heraus und fange danach an, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, rational zu bewerten. Ja. Also ich habe auch mal interessante Sachen darüber gelesen, dass eigentlich so unser Gehirn funktioniert. Ja, genau. Ich glaube, in unserem Gehirn ist es so, dass im limbischen System zuerst die Emotion geschaffen wird. Also dass dort zuerst irgendwelche Reflexe kommen, ja, und danach erst der Rest, das Rationale, anfängt zu arbeiten. Das ist so, und was auch dafür relevant ist, wir wissen ja auch, so Handlungsimpulse oder so Entscheidungen entstehen im Gehirn, bevor sie uns bewusst werden. So, also auch das wird anschließend eingeordnet, anschließend wahrgenommen und anschließend begründet, auch rational. Entscheidungspool. Und das so sehen zu können und zu beobachten, ist einfach faszinierend. Und das finde ich gut, was du sagst. Es entsteht halt irgendwie übers Leben hinweg auch so eine Weisheit darüber, wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen und so. Und das ist kein Geschehen von heute auf morgen typischerweise, sondern das ist einfach ein spannender Prozess, der ja auch nie Ende nimmt. Und das ist das Schöne daran. Das ist halt so ein Weg, den man gehen kann. Wunderbar. Wir haben vorhin noch mal über Neurowissenschaft gesprochen, also dein Metier. Was passiert denn im Körper oder im Gehirn wirklich, wenn man sich mit diesem Thema der Achtsamkeit beschäftigt? Was wirkt da? Welche Mechanismen treten auf? Wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht können wir direkt bei dem bleiben, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Verarbeitung von Reizen im limbischen System und dann, wie der präfrontale Kortex reinkommt. Denn das ist einer der Bereiche, den wir uns angeschaut haben in unserer Forschung. Wie funktioniert Emotionsverarbeitung und was passiert im Gehirn, wenn wir mit Achtsamkeit lernen, anders mit unseren Gefühlen in Kontakt zu sein. Und da habe ich eine Studie gemacht, und das ist jetzt wirklich nur so ein Ausschnitt. Ich kann dann später versuchen, das so ein bisschen in ein weiteres System einzuordnen, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, könnten wir da bleiben. Da wissen wir, also genau wie du das beschrieben hast, wenn wir Gefühle verarbeiten, wenn wir zum Beispiel einen stresserzeugenden Reiz sehen, damit konfrontiert sind, dann feuert das limbische System, zum Beispiel die Amygdala, um uns in die Lage zu bringen, mit diesen Reizen umgehen zu können. Also im Körper entsteht dann eine Stress-Response, damit wir zum Beispiel kämpfen oder fliehen können. Auf unseren richtigen Stressreiz, so einen bedrohlichen Reiz. Und etwas nachgeschaltet kommt dann der präfrontale Kortex rein und hilft uns, das Ganze zu regulieren, es vielleicht einzuordnen, zu sagen, der Stress ist gar nicht so schlimm, jetzt mal Ruhe bewahren oder was auch immer gerade da für eine Verarbeitung, wie das auch immer gerade eingeordnet wird. Und deswegen haben wir uns angeschaut, was passiert. Also wir wissen, das sind so diese relevanten Systeme, der präfrontale Kortex und das limbische System, Amygdala zum Beispiel. Und haben uns gefragt, was passiert jetzt an der Veränderung in der Aktivierung dieser Regionen und auch in der Art und Weise, wie die miteinander zusammenarbeiten. Und haben dafür, das ist eine Studie, die ich in Boston gemacht habe, mit Angstpatienten, also mit Leuten, die sehr eine generalisierte Angst haben, also Angst in Bezug auf viele verschiedene Lebenssituationen sehr schnell spüren. Und die sind durch ein 8-wöchiges Achtsamkeitstraining gegangen, nämlich den sogenannten Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs. Dann haben wir sie vorher und anschließend in den Kernspintomographen gelegt und uns das Gehirn angeschaut und geguckt, wie verhalten sich jetzt präfrontaler Kortex und Amygdala, und haben gefunden, dass die anschließend andere Aktivierungsmuster zeigen und interessanterweise, dass sie eine verbesserte Zusammenarbeit zeigen bei den Leuten, die Achtsamkeit geübt haben. Dass die nämlich besser oder stärker miteinander gekoppelt sind. Das heißt, dass die Kommunikation zwischen den beiden irgendwie anders oder stärker funktioniert. Und wir haben damit einhergehend gefunden, dass je stärker diese Kopplung funktioniert hat, desto mehr haben die auch ihre Angstsymptome reduziert. Und das ist was wir
gut wissen, was eine Reihe von Studien gezeigt haben, dass zum Beispiel bei Angstsymptomen Achtsamkeitspraxis sehr erfolgreich wirkt. Und da haben wir also dieses mögliche neuronale Muster, dass die Art und Weise, wie diese verschiedenen Hirnregionen miteinander kommunizieren, kann man sagen, also verstärkt wird. Wir sehen auch, dass tendenziell die strukturelle Verbindung zwischen diesen Hirnregionen sich verstärkt. Also da scheint was geübt zu werden. Okay. Das ist aber nur einer dieser Bereiche, wo wir erforschen und wo wir gucken, was sich verändert. Ja, habe ich mich schon immer mal gefragt bei solchen, du gesagt hast, Angstpatienten oder Menschen, die in einer Depression oder in einer Depressionsphase gelangt sind. Sind das, ich sag mal, biologische Mechanismen, die außer Kontrolle geraten sind? Oder ist das über die Jahre, wie wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, einfach ein nicht aufmerksamer Denkprozess oder sich selber reinsteigern in kognitiven Muster, was sich einfach verrennt? Es ist typischerweise ein Gemisch daraus. Also man hat so dieses Modell, dass ein Stück weit wir eine genetische Prädisposition haben, also eine biologische Prädisposition vielleicht, eine bestimmte Erkrankung zu entwickeln, wenn unsere Eltern, unsere Vorfahren vielleicht da auch schon drunter gelitten haben, dass wir bestimmte Auffälligkeiten in Neurotransmittersystemen oder was auch immer da kodiert sein mag. Also dass eine bestimmte genetische Ausstattung ist. Und dass es ein Stück weit dazu beiträgt, was wir für eine Lerngeschichte haben, eine Sozialisierungsgeschichte, also wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind oder was wir in unserem Umfeld beobachtet haben, wie wir eben erzogen sind oder so, trägt dazu bei. Und dann typischerweise akute Stressoren oder so, also dass irgendwelche Sachen aus der Umwelt gerade auf uns einwirken. Und so ist es ein sehr komplexes Geschehen, was durch ganz unterschiedliche Sachen beeinflusst ist. Aber dieses, wie wir da rangehen, wie wir in unserem Denken an Sachen rangehen, das spielt eine wichtige Rolle. Und es ist ein möglicher und ein schöner, wichtiger, möglichster Behandlungsweg, um auch wieder rauszukommen. Also da können wir dran ansetzen. Wir können natürlich auf der biologischen Ebene auch ansetzen und Medikamente nehmen. Das wäre ein Weg. Gerade auch die Frage, wie man das bewerten sollte bei so etwas. Ja, und das ist ganz unterschiedlich. Das kann manchmal das absolut angemessene Vorgehen sein. Also das ist einfach, das kommt sehr auf die Erkrankung an. Es gibt Erkrankungen, wo das einfach der erste notwendige Schritt ist. Und es gibt andere Erkrankungen, wo das nicht, vielleicht nicht das allererste ist, was man tun und ausprobieren sollte, sondern wo man gut mit einer Psychotherapie rangehen kann, wo man gut einfach therapeutisch arbeiten kann, an verzerrten Denkmustern arbeiten, wenn man jetzt verhaltenstherapeutisch kognitiv rangehen würde, oder wo man auch die eigene Geschichte, die eigene Vergangenheit vielleicht mal reflektiert und hinterfragt, je nachdem, nach welcher Methode man vorgeht. Oder wo man eben mit Achtsamkeit, und das ist was mehr und mehr in die Psychotherapie auch mit einfließt, auch beitragend damit arbeiten kann, dass man sich der eigenen Muster bewusster wird und dass man andere Herangehensweisen gewinnen kann, auch so an die Schwierigkeiten, die so auftreten. Welche Effekte hat denn ein Achtsamkeitstraining auf längere Sicht? Wie gesagt, jetzt, wenn man nicht unbedingt davon ausgeht, jetzt bei wirklich depressiven Leuten, ist es eine Heilung, aber ja, wenn man jetzt von normalen Menschen ausgeht, die im Alltag das Ganze kultivieren, welchen Nutzen, welche Effekte, verallgemeinert mal sagen. Ich kann vielleicht sogar zu beidem was sagen. Einmal diese klinischen Anwendungen, weil da gibt es inzwischen ganz gute Forschung. Und da wissen wir, diese Erkrankungen, die besonders profitieren können, sind die Depressionen. Gerade bei Menschen, die wiederkehrende depressive Episoden haben in ihrer Vorgeschichte, wirkt Achtsamkeitspraxis sehr gut. Dann sind es Angststörungen und dann sind es Schmerzerkrankungen. Das sind so die Hauptbereiche, wo wir wissen, da kann die Achtsamkeitspraxis sehr gut
wirken. Und das sind auch Erkrankungen, die einfach viele von uns betreffen. Das sind ja sehr weit verbreitete. Ich ganz kurz nochmal neugierig fragen, was ist der Unterschied zwischen Depressionen und Angstpatienten? Also bei Depressionen wäre man wirklich in diesem im Grübeln gefangen, eine Motivationsverlust, Gefühle von Hoffnungslosigkeit, einfach Traurigkeit, sowas wäre, ja, was man so unter. Also das sind die Merkmale. Also einfach ein Energielevel, was runtergeht. Veränderung auch im Schlaf- und Appetitverhalten oder so. Und Angsterkrankungen sind gekennzeichnet durch ja, so ein hohes Arousal, einfach Sorgen, die wir uns machen über bestimmte Sachen. Da gibt es dann spezifische Phobien zum Beispiel, wo ich vor bestimmten Dingen Angst habe, oder soziale Phobien, wo ich Angst vor Kontakt mit Menschen in bestimmter Art, auf bestimmte Art und Weise habe. Oder eben sowas wie eine generalisierte Angststörung, wo also verschiedene Bereiche im Leben mit Angst besetzt sind. Aber Depressionen und Angststörungen oder Angstsymptome treten häufig auch miteinander auf. Und es gibt auch Modelle, die sagen, die sind gar nicht so unterschiedlich vielleicht. Und häufig oder oft gibt es, sieht man auch so Mischformen davon. Was passiert da im Körper oder im Gehirn? Stichwort vielleicht Endorphine oder so, kann man sagen, dass da... Oh, ja. Das sind sehr komplexe Geschehen. Ja. Also, aber vielleicht nur vielleicht ein kurzer Einblick für Leute, die das gehört haben. Es gibt ja irgendwelche Glückshormone und ich glaube Noradrenalin und solche Sachen. Was ist da aus dem Ungleichgewicht geraten? Oh Gott, also weiß ich gar nicht, ob ich dir das so aus dem Stand korrekt darstellen kann. Also Serotoninsysteme, die auseinander, die irgendwie in Ungleichgewicht kommen, aber jede Menge andere Neurotransmittersysteme auch. Und es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Theorien. Und es gibt unterschiedliche Medikamente, die an verschiedenen Stellen ansetzen. Also Serotonin-Wiederaufnahmehämmer zum Beispiel oder so, die dann bei Depressionen eingesetzt werden. Und so weit sind wir auch nicht, dass wir da jetzt sagen könnten, dass die Achtsamkeitspraxis jetzt so konkret auf dieses und jene Neurotransmittersystem wirkt oder so. Also so klar, das wird noch ein langer, langer Weg sein. Aber wir sehen eben, wir schauen uns da in erster Linie die Symptomeveränderungen an und dann eine Veränderung in der, also wenn wir mit der Kernspintomographie vorgehen, einfach auch wie verschiedene Hirnregionen unterschiedliche Aktivierungsmuster zeigen oder unterschiedliche Konnektivitäten, um da zu gucken, wie Systeme, die aus dem Gleichgewicht gekommen sind, wieder ins Gleichgewicht kommen. Bei Angststörungen zum Beispiel sieht man häufig in der Amygdala auffällige Aktivierungsmuster, wo wir den Eindruck haben, die können sich normalisieren mit der Achtsamkeitspraxis. Also da werden Hyperaktivierungen wieder normalisiert, wobei das jetzt auch eigentlich schon eine Behauptung ist, die so klar von den Daten noch nicht gestützt ist. Also da braucht es einfach auch Replikationsstudien, methodisch bessere und umfangreichere Studien mit einfach größeren Stichproben, um wirklich das sagen zu können. Aber auch auf der Symptomebene sehen wir, so Depressionen, Angststörungen, Schmerzerkrankungen können sehr gut profitieren. Vermutlich einige andere auch. Wir sehen, und das war deine andere Frage, wie sieht es aus bei gesunden Menschen? Und was man sich da anschaut, ist einmal dieser Bereich der Stressreduktion. Da wissen wir also, Stress kann gut durch Achtsamkeitspraxis reduziert werden. Wir gewinnen einfach einen anderen Umgang mit unseren Stressreaktionsmustern, reflektieren die bewusster, können andere Wege finden. Stress hat viel ja mit der subjektiven Einschätzung zu tun auch. So, wenn man es definiert als ein Gefühl des sich überfordert fühlens oder das Gefühl haben, meine Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, sind nicht ausreichend, um die Anforderungen anzugehen. Und an diesen Wahrnehmungen kann man arbeiten und aber auch an der Selbstfürsorge, die ich für mich habe in der Situation, wo es stressig
und schwierig wird. Mhm. Also Stress wäre einer der großen Bereiche. Dann Aufmerksamkeit. Heutzutage, ja. Ja, sehr, sehr zentrale, genau. Und die wirken natürlich irgendwie auch alle ein Stück weit ineinander. Aufmerksamkeit oder Konzentration ist ein anderer wichtiger Bereich, wo wir sehen, Achtsamkeitspraxis hilft, Konzentration zu stärken. Da gibt es auch interessante neurowissenschaftliche Studien, um sich anzuschauen, was passiert dann im Gehirn, wenn wir also besser uns konzentrieren können. Da wissen wir auch noch nicht klar Sachen, aber es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass Hirnregionen gestärkt werden, die uns helfen, Aufmerksamkeit zu regulieren. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Bereich, weil wir so dieser zunehmenden Reizüberflutung ausgesetzt sind in der Gesellschaft. Und da die Fähigkeit zu haben, mich zu konzentrieren auf das, was ich als relevant erachte in diesem Moment, das ist einfach eine wichtige Kompetenz. Mhm. Und wichtig auch schon in den Schulen bei Kindern und dort wird es auch... Jetzt meine nächste Frage. Wenn ich Präsentation höre, denkt man natürlich schnell an Schulen. Ja. Wo wird heute schon das Thema Achtsamkeit, wie gesagt, Schulen, ich glaube, es geht auch schon in Unternehmen rein, du bist da auch ein bisschen aktiv. Genau. Wo, also Depressionen, Krankheiten, klar, Stressreduktion, da denke ich wieder an Firmen eher, Konzentration, ja. So die genau. Einstufung. Genau, wobei Stressreduktion leider in den Schulen auch schon immer relevanter wird. Ja, ja. Und überhaupt leider in vielen und zunehmenden Lebensbereichen. Aber da, also in Schulen wird die Achtsamkeitspraxis glücklicherweise zunehmend eingesetzt. Man kann auch nicht sagen häufig leider, aber dass ich hoffe, dass wir auf dem Weg dahin sind. Mhm. Also erstmal für die Lehrergesundheit schon, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber ich denke auch den Schülern Achtsamkeitspraxis zu vermitteln. Ein sehr schöner Ansatz ist da zum Beispiel der von Vera Kaltwasser. Die hat ein Programm entwickelt, iShu, Achtsamkeit in der Schule. Ich hoffe und ich denke, ihr habt sie auch ist unter auch euren Referenten. Bei uns. Ja, haben wir schon eine Zusage bekommen. Und, ja, das ist was ganz, ganz Wertvolles und super. Wird zunehmend in die Schulen gebracht, in unterschiedlichen Formen. Also gibt es viele tolle Programme. In England wird es auch, dort B haben die da zum Beispiel ein Programm, was gut wissenschaftlich auch erforscht wird inzwischen. Mhm. Und ich höre immer mehr auch Lehrer, die so auf mich zukommen, sagen, ich möchte das irgendwie reinbringen in die Schule, in den Unterricht. Ja. Da gibt es glücklicherweise wirklich schöne Ansätze. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die untereinander, dass auch dieser Bereich sich noch mehr vernetzt und miteinander kooperiert, um da Wege zu finden. Das ist ein wichtiger Einsatzbereich und dann, wie du ansprichst, die Arbeit in Unternehmen. Und das liegt mir auch so am Herzen, weil das ist unser Arbeitsleben, das macht so viel aus von unserem Gesamtleben und von der Zeit, die wir verbringen und aber auch von der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ja. Und wenn wir das schaffen, die Achtsamkeitspraxis in den Arbeitsalltag zu bringen, wenn wir es schaffen, das in die Organisationsstrukturen reinzubringen, dass wir auch achtsamer miteinander umgehen, mitfühlender und mehr, vielleicht auch mehr zuhören können, das ist so ein wichtiger Bereich, mit dem wir da arbeiten in den Unternehmen, auch die Kommunikation, das Miteinander, so die soziale Struktur zu überdenken und vielleicht auch anders anzugehen. Ich glaube, das ist, dann haben wir viel gewonnen in unserer Gesellschaft, wenn das mehr glückt. Und glücklicherweise ist das was sehr viel Interesse erfährt im Moment. Wir kriegen viele Anfragen von Unternehmen, also gerade so in den letzten 1-2 Jahren erst eigentlich, dass das so richtig angekommen ist in den Unternehmen, die Idee, dass das einen ganz wertvollen Beitrag leisten kann. Mhm. Ja, da sind wir also so bei diesen Bereichen Stressreduktion, Aufmerksamkeitsregulation als wichtiger Anwendungsbereich und diese Emotionsregulation, also wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, so als wichtiger Wirkbereich, als das, wie es wirken kann und einfach die Selbstreflexionsfähigkeit, also meine eigenen, mir selbst bewusst zu werden, das ist einfach was so eine zentrale Kernkompetenz ist. Wenn man die stärkt, wenn man dieses
mit mir in Kontakt sein, mit meiner Erfahrung im Kontakt sein, wenn man diese Fähigkeit, würde ich sagen, stärkt, dann hat das einen Effekt auf ganz breite Bereiche, breite Lebensbereiche und kann hoffentlich immer mehr auch ankommen. Mhm. Wunderbar. Wenn du von Achtsamkeit in Unternehmen sprichst, ist das dann, verbindest du das auch mit dem Mindfulness-Based Stress Reduction Programm oder gibt es dann noch andere Methoden? Es gibt unterschiedliche. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und ich glaube, da ist es sinnvoll, auch für jedes Unternehmen zu schauen, was ist jetzt für den eigenen Kontext das geeignetste. Also ich bin mit unterschiedlichen Formaten in verschiedenen Unternehmen, da kann man mal einfach Impulsvorträge machen oder eintägige Workshops, um dieses Thema so initial zu vermitteln, den Leuten einen Eindruck zu geben davon, um was es sich handeln kann, oder aber mehrwöchige begleitende Trainings, wo man immer wieder auch, also einmal in der Woche zum Beispiel zusammenkommt und immer wieder auch die eigene Erfahrung reflektiert, dann geht man zu Hause, setzt man sich hin und übt für sich selbst zu Hause weiter und kann dann immer auch so weiter reflektieren und das Ganze vertiefen. Also da gibt es unterschiedliche Formate, MBSR als eine Möglichkeit. Es gibt aber auch so zum Beispiel bei Google entwickelt das Search Inside Yourself. Ja. Aber es gibt eine ganze Reihe von Trainings, die da angeboten werden mit unterschiedlichen Formaten, Schwerpunktsätzen, das Potential Project zum Beispiel auch, oder eine ganze Reihe von Angeboten. Was ist da die Intention der Unternehmen? Also wirklich die Stressreduzierung oder weniger Burnouts, weniger Krankheitstage, mehr Output oder Ja. Wie kommen die Leute dazu, dass sie sagen, das ist wichtig, da müssen wir was machen? Ja, ganz unterschiedlich, also erstaunlich unterschiedlich, kann man sich vorstellen. Auch viele kommen so aus dem Gesundheitsmanagement-Bereich auf das Thema. Mhm. Wie können wir mit Stress anders umgehen? Wie können wir Burnout vorbeugen? Wie können wir Krankheitstage reduzieren? Aber dann auch Stärkung von Funktions-, von Leistungsfähigkeit, mehr sich besser konzentrieren zu können, klarer Prioritäten zu setzen. Da muss man immer schauen, auch dass das nicht in eine komische Richtung geht, dass nicht die Achtsamkeit so missbraucht wird als Strategie, wie können wir jetzt noch mehr aus uns rausholen. Aber, und das ist so ein Einwand, den wir häufig hören oder eine Frage, die sich da häufig stellt, so wird es missbraucht? Und ich glaube, das kann man mit der Achtsamkeitspraxis eigentlich fast nicht machen, weil so ist die Achtsamkeitspraxis nicht beschaffen. Mhm. Die Leute spüren, wie es ihnen geht und spüren auch viel besser die eigenen Grenzen. Also diese Gefahr der Ausbeute besteht in meinem Blick gar nicht so groß. Dieser andere Bereich, und das ist das, was ich jetzt in den Unternehmen, in denen ich war, wirklich gesehen habe und sehr beeindruckend finde, ganz häufig ist wirklich die Motivation, die Kultur zu ändern. Die Kultur, wie die Leute da sind, die Leute auch dabei zu unterstützen, ihren eigenen Leidenschaften nachzugehen, mehr Raum zu geben. Okay. Aber auch einfach die Art der Zusammenarbeit zu überdenken, da achtsamer miteinander umzugehen, mitfühlender. Also die Unternehmen, mit denen ich jetzt Kontakt hatte oder wo ich Kurse angeboten habe, da war ich auch sehr beeindruckt, wie was für gute Intentionen und gute Motivationen wirklich auch dahinter stehen. Mhm. Das tut gut. Das tut echt schön zu hören. Ja. Und es ist natürlich immer noch ein langer Weg, das dann umzusetzen. Ja. Aber ich glaube, die Intention ist da. Absolut. Weil wir mehr und mehr sehen, so es funktioniert sonst einfach nicht. Absolut. Ich finde es auch persönlich sehr schön, dass auch dieses Thema, also auch jetzt unser Thema oder unser Überthema Meditation, dass das heutzutage nicht mehr mit dem Mönch in der Höhle in Verbindung gebracht wird, sondern dass, ich sag mal, auch die Effekte in unsere Gesellschaft reingetragen werden und es jetzt auch nicht mehr als, ich sag mal, esoterischer Blinkblank abgestempelt wird. Ja. Und dass auch Menschen wie du ganz praktisch sich die Sachen anschauen, forschen, was für Effekte haben wir, wie können wir das Ganze nutzen. Und wenn man auf der anderen Seite hört, dass selbst Schulen und Unternehmen schon Interesse daran zeigen,
bin ich persönlich sehr glücklich darüber, dass es eine positive Entwicklung gibt, diese sehr hilfreichen Sachen mit aufzunehmen. Mhm. Und ja, ich finde das wunderbar. Also, das ist eine schöne Entwicklung, ja. Und nochmal die Frage an dich, das fragen sich immer die meisten Zuschauer, wie bringst du das in deinen Alltag rein? Also viele fragen sich, meditierst du jeden Tag 3 Stunden oder 20 Minuten? Oder, du hast vorhin schon erwähnt, es geht um dieses tägliche Trainieren, dass man sich bewusst wird, was man gerade macht, um da eigentlich diese Meditation zu schärfen. Kannst du uns da noch einen kleinen Einblick geben, einfach wie eine Expertin wie du das am besten umsetzt? Also ich muss vorab sagen, ich habe eine kleine Tochter. Ja, okay. Seitdem ist das mit der regelmäßigen Praxis echt schwieriger geworden. Also ich weiß jetzt erst, wovon Eltern sprechen, wenn sie sagen, es ist nicht so einfach mit der regelmäßigen Meditationspraxis. Aber als Tipp oder als Inspiration, ich merke immer wieder, wie gut es mir tut. Also wenn ich so nach Tagen, wo es wirklich schwierig war, die Zeit zu finden, auch zwischen Beruf und Familie und so, dann dazu zurückzukommen, es ist jedes Mal eine solche, es ist jedes Mal offensichtlich, was es für einen Unterschied macht, die Zeit zu nehmen. Und wenn es auch nur ein paar Minuten sind für achtsame Momente. Und was ich aber auch wichtig finde und was ich irgendwie so gerne mitgebe oder mir gerne mitgeben möchte, ist so dieses, dass man nicht die Scheu haben sollte, dass es auch mal nur ein kurzer Moment sein darf. Mhm. Wir haben oft so das Gefühl, wir müssten noch dies und jenes erledigen, bis wir dann irgendwo wann bei uns ankommen können und bis wir auch irgendwann glücklich und zufrieden werden dürfen. Ja, ja. Das schreibt sich so schnell im Leben ein. So dieses, das Gefühl, jetzt noch diese Deadline machen oder diesen Schulabschluss und dann geht es erst richtig los mit dem Leben. Mhm. Und das über Bord zu werfen und zu sagen, jetzt, genau hier, in diesem Moment, genau hier, wenn ich gerade vielleicht vor dem Computer sitze und mir ein Interview anschaue, ist vielleicht schon dieser Moment, wo ich achtsam sein kann, wo ich bewusst werden kann, offen, wo ich spüren kann, dass ich da bin, jetzt hier in diesem Moment mit meiner menschlichen Erfahrung, mit einer Erfahrung, einen Körper zu haben, mit der Erfahrung zu atmen und einfach bewusst und wach zu werden, jetzt hier gerade da, wo ich gerade bin. Mhm. Einfach in jedem Moment sich das zu erlauben und diese Freiheit zu nehmen, ich darf jetzt hier ganz wach, bewusst, präsent ankommen und muss nicht das Gefühl haben, ich muss erst diese und jene Liste abgearbeitet haben, sondern ich kann immer wieder zwischendurch auch wirklich bewusst hier sein, wo ich gerade bin. Wunderbar. Mhm. Eine sehr schöne Definition. Ich muss auch sagen, also mir persönlich, gerade auch wenn wir darüber reden, bei mir kommt eine große Entspannung auf. Also ich habe auch alleine wenn man über diese Themen nachdenkt, ich glaube, es kann sehr hilfreich sein, wirklich da mal, wie gesagt, diesen Kopf rauszunehmen und ich sag mal, Sachen sich aus der Vogelsperspektive anzuschauen. Das ist immer meine Vorstellung. Und sich bewusst zu werden, dass man sich einen Großteil seines Alltags mit Dingen beschäftigt, die jetzt eigentlich keine Relevanz haben. Oder dieses Grübeln, dieses Nachdenken, dieses Bewerten und dabei total vergisst, wo man gerade ist. Wie schön diese Präsenz sein kann, die man auch in kleinen Dingen erfahren kann, ohne jetzt irgendein Ziel erreicht zu haben. Finde ich, macht mich gerade sehr glücklich. Also, schön, ja. Ich sage, also wenn ich so drüber nachdenke, das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, was sich da gerade bei mir einstellt. Und manchmal ist es auch nicht angenehm, aber es ist eben so. Und diese Erlaubnis zu haben, dass es gerade so sein darf, wie es halt gerade ist, das kann schon einfach ganz gut tun. Wunderbar. Britta, vielen, vielen Dank. Ja, dank dir.
war sehr, wie gesagt, sehr, sehr, sehr motivierend, sehr inspirierend. Und vielen Dank, dass du nochmal dabei bist. Das ist immer wieder eine Bereicherung für uns. Und ich wünsche dir oder ich hoffe auch, dass sich dieses Thema noch viel weiter in unsere Gesellschaft mit reinträgt. Yeah. Und ich wünsche auch allen Zuschauern, dass hier eine gewisse Inspiration übergeschwappt ist, diesen einfachen Sachen ein bisschen mehr zu beschäftigen und sich vom Alltagsstress nicht so mitreißen zu lassen, sondern auch zu wissen, es gibt da sehr einfache Techniken, die einem immer bereitstehen und die einem immer helfen, sage ich mal, zu sich zu kommen und man sich nicht in irgendwelchen Ängsten, Sorgen, Grübeleien verlieren muss. Von daher, vielen Dank nochmal dafür. Danke dir.